Jeder redet über Warren Buffett und China hat auch einen Warren Buffett. Guo Guangchang heißt er und seine Beteiligungsgesellschaft Fosun International. Und wir schauen uns an heute, wie geht Guo Guangchang vor, in welche Branchen investiert er, in welche Unternehmen und was macht die Aktie von Fosun? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Guangzhang ist aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen eigentlich eher, hat Philosophie studiert und nach der Uni, da hat er dann eine Investmentgesellschaft gegründet mit Freunden und heute ist er einer der reichsten Menschen in ganz China, Multimilliardär. Und das ist er, ein ruhiger Typ, wirkt immer relativ vergeistigt und so schaut er aus. In Deutschland kennt ihn eigentlich fast keiner. Dabei gehört ihm schon halb Deutschland. Was ein bisschen übertrieben ist jetzt, aber tatsächlich hat er speziell in Deutschland schon etliche Unternehmen übernommen und viel zugekauft. Deutschland ist sozusagen ein Zielmarkt für Fosun International. Und was hat er mit Warren Buffett zu tun? Guo Guangchang ist eben auch ein Großinvestor und er hat immer gesagt, Warren Buffett ist auch eins seiner großen Vorbilder. Und es heißt auch in der Presse dadurch natürlich immer wieder, Guo Guangchang, das ist der Warren Buffett aus China. Und was gehört jetzt alles zu Fosun? Ich zähle jetzt nur mal ein paar Sachen auf, die man bei uns auch so kennt. Thomas Cook zum Beispiel, der Reisekonzern, da ist Fosun beteiligt zu 20%. Club Med komplett übernommen, diese Ferienanlagen. Cirque du Soleil, Unterhaltungskonzern, die Vorführungen. Hauck und Aufhäuser, das Bankhaus, die Privatbank, wurde auch komplett von Fosun übernommen. Wolford, Strumpfhosen komplett übernommen und Tom Tailor, das ist jetzt das Neueste, die Modemarke, die wird jetzt auch übernommen von Fosun. Da soll jetzt das Übernahmeangebot kommen. Also jede Menge Beteiligung, allein schon in Deutschland und in Europa kommt auch noch einiges dazu. Portugal zum Beispiel, da hat er zwei große Versicherer und eine Bank komplett übernommen. Portugal ging es auch nicht so gut in den letzten Jahren und da hat er in der Krise natürlich günstig zukaufen können. Und apropos günstig zukaufen, da muss ich schnell noch was einschieben, nämlich erstens, vor 3 Wochen haben wir ja hier gesprochen über IGE, Chinas Netflix hieß das Video damals. Und IGE hat jetzt Zahlen rausgegeben letzte Woche und am Freitag ist die Aktie um einen Satz hoch um 22%. Also es lohnt sich immer, wie Sie sehen, Zukunftsmärkte zu schauen. Und das Zweite, ich habe hier auch vor einiger Zeit einen Beitrag gemacht über den chinesischen Immobilienmarkt. Und da habe ich schon durchaus gesagt, der Immobilienmarkt in China, der könnte wackelig werden, der ist eher spekulativ. Aber umgekehrt, viele Immobilienaktien in China sind natürlich auch schon stark gefallen. Und deswegen habe ich auch mal in die Runde gefragt, wollen wir uns da nicht mal ein paar Einzelaktien einfach mal anschauen aus dem Sektor? Und einige Zuschauer, die haben dann auch wirklich geschrieben, ja, wäre doch schön, da mal ein paar Einzelanalysen. Und ich kann da nur sagen, das ist die richtige Einstellung. Also erstmal anschauen, erstmal genauer ins Detail gehen und dann sieht man ja immer noch, ist es interessant für mich oder ist es nicht interessant. Und deshalb auf vielfachen Wunsch Immobilienaktien aus China nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Unsere Reports, die gehen auch per Mail raus, die sind auch gratis, kosten nichts und da bringen wir unsere Einzelanalysen jetzt von chinesischen Immobilienaktien, die positiv aus dem Ganzen rausstechen, weil die Bewertungen beispielsweise günstig sind oder Landreserven.
oder solche Dinge. Also Gratisanalysen wieder einfach anmelden, www.zukunfts-märkte.de. Den Link finden Sie wieder auch unter dem Beitrag hier. Und Fosun hat auch Immobilienbesitz natürlich und hat noch vieles mehr. Ich habe ja jetzt auch nur ein paar Beteiligungen erwähnt, die man hier vielleicht kennt. Es kommt noch viel dazu, vor allem in China selbst natürlich. Immobilien, Minenbetriebe, Bierbrauer, Internetplattformen, Medizintechnik und. Also es ist ein Sammelsurium aus Beteiligungen, teils auch unübersichtlich natürlich. Aber es gibt durchaus Tendenzen, an denen man festmachen kann, wo die Reise hingeht. Also erstens, Fosun ist international, das sagt ja auch der Name schon. Das zweite ist, Fosun kauft nach Möglichkeit billig ein, hatten wir auch schon. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum der Konzern stark präsent ist, zum Beispiel in Europa und weniger in USA. Europa liegt denen sehr offensichtlich, aber in Europa waren natürlich auch die Bewertungen günstiger. Die letzten Jahre zumindest. Und zweitens, ein Schwerpunkt vom Unternehmen, das sind Versicherer und Finanzbeteiligungen, ganz klar. Und das ist ziemlich ähnlich mit dem, was Warren Buffett gemacht hat, also bei Berkshire Hathaway. Starke Versicherer hat man da, das heißt hohe Cashflows, ein hohes Beteiligungsvermögen. Und das ist dann eine Basis, da kann man alles andere drumherum aufbauen. Insofern eine gewisse Ähnlichkeit. Dann haben wir aber noch einen Schwerpunkt und das ist Mode und Lifestyle. Also klassische Modefirmen und Modemarken eher. Und das ist eigentlich ein Sektor, der ist an der Börse nicht so beliebt momentan. Dem macht das Internet schwer zu schaffen und es ist aber ein Sektor, an dem man bei Fosun wirklich glaubt. Man sagt sich, wenn man da gute Marken hat, die man vielleicht auch stärken kann noch zusätzlich, weil man ja die Verbindung hat nach China und man kommt außerdem billig rein, weil die Aktien nicht teuer sind momentan, dann ist es eine aussichtsreiche Sache. Die Strategie ist aber durchaus umstritten und Fosun war damit auch nicht immer erfolgreich bis jetzt, das muss man auch sagen. Zum Beispiel bei Tom Taylor, da schießt Fosun ja jetzt nochmal Geld rein, extra Kapital, macht jetzt auch das Übernahmeangebot. Aber bis jetzt war diese Beteiligung an Tom Taylor wirklich ein Verlustgeschäft, über mehrere Jahre hinweg. Anderes Beispiel, Feli, Schmuck- und Parfumkette. Sah auch toll aus auf den ersten Blick, aber die haben jahrelang ihre Bücher frisiert. Da ist Fosun drauf reingefallen. Nicht nur Fosun leider, sondern andere auch. Das war bis jetzt auch ein Desaster. Von daher, Mode, Lifestyle, man kann es auch kritisch sehen. Aber es ist definitiv bei Fosun eine Kernstrategie. Das bringt uns schon mal zu einem weiteren Punkt, nämlich Fosun beteiligt sich nicht nur an Unternehmen, Fosun will auch was aufbauen damit. Fosun schießt auch manchmal Kapital zusätzlich zu und Fosun will auch aus kleineren Beteiligungen größere Einheiten zusammenfügen oder internationale Einheiten zusammenfügen und damit auch den Wert der Beteiligungen steigern entsprechend. Und ein weiterer Punkt, die Werte und die Beteiligungen, die man jetzt schon hat, und das sind ja sehr viele, die sollen vermehrt sichtbar gemacht werden durch Börsengänge jetzt und durch IPOs. Zum Beispiel Fosun Tourism ist an die Börse gegangen im Dezember in Hongkong und da ist zum Beispiel drin Club Med, dann sind Hotelimmobilien drin, dann ist die Beteiligung an Thomas Cook drin, dann ist außerdem das Venture drin, das man mit Thomas Cook noch hat für China und es sind noch andere Sachen drin, also ein Touristik-Ableger und der hat jetzt einen Börsenwert von 2 Milliarden Euro ungefähr
Und auf die Weise will man jetzt in Zukunft vermehrt zeigen, was man da hat, was man da in der Bilanz stehen hat, dass da eben Werte sind. Und diese Werte kann man dann eben auch jeden Tag an der Kurstafel sehen. Das Gleiche hat man mit Fosun Pharma auch schon mal gemacht. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz besonders interessanter Bereich. Da kommen wir aber gleich noch im Detail drauf. Und Fosun Pharma überlegt sich jetzt auch, ob man da seinerseits nochmal Gland Pharma ausgliedert und an die Börse bringt. Gland Pharma ist ein indischer Pharmakonzern, den man mehrheitlich da kontrolliert und ist natürlich auch entsprechend interessant und werthaltig. Das ist auch so eine Strategie, die jetzt angegangen wird, damit man dem Markt zeigen kann, wir haben hier Werte in der Bilanz stehen und die haben dann aber auch einen Marktpreis, der für jeden sichtbar ist. Und was macht die Fosun-Aktie selbst? Hier haben wir den Chart auf 5 Jahre. War in letzter Zeit nicht ganz so prächtig, aber im Großen und Ganzen ist das eine Kursentwicklung, die wir bei Hongkong-Aktien oder bei China-Aktien in Hongkong eigentlich allgemein so gehabt haben. Also die Fosun-Aktie, die entwickelt sich meistens analog fast schon zum Gesamtmarkt und das ist auch nicht unlogisch, weil Fosun ist eine Beteiligungsgesellschaft, Fosun ist breit investiert über viele Branchen. Und davon geht der Markt dann eben auch aus, dass da die Werthaltigkeit der Beteiligung irgendwo auch stark abhängt vom Gesamtmarkt, von der Gesamtmarktentwicklung. Der Gewinn im ersten Halbjahr 2018, da ist nochmal gestiegen um 18% zum Vorjahr auf ein neues Rekordniveau, immerhin. Und hier haben wir die Gewinnentwicklung, Gewinn je Aktie seit 2007. Und da haben wir jeweils die blauen Balken, das sind die Halbjahresgewinne und grau ist das Gesamtjahr dann jeweils. Und da können wir sagen, das ist wirklich ganz gut gelaufen. Gewinne haben sich gut entwickelt, vor allem die letzten 5 Jahre eigentlich. Und 2018 im ersten Halbjahr, da sieht man ganz rechts, da wäre der Gewinn auch noch höher ausgefallen. Man hat aber die Rechnungslegung jetzt geändert. Aber was eigentlich viel entscheidender ist noch, das ist natürlich der Buchwert. Also was ist jetzt wirklich an Werten drin bei Fosun? Was kriege ich da als Anleger für mein Geld? Und da gibt es einmal den offiziellen Nettoinventarwert, also wie stehen die Beteiligungen in der Bilanz, wie sind die da bilanziert. Und da hätten wir insgesamt einen, also pro Aktie abzüglich Schulden einen Wert von 13 Hongkong Dollar 79, das war zum Ende des ersten Halbjahres 2018 auch. Das heißt 13 Hongkong Dollar 79 und die Aktie steht jetzt bei 12,90. Kurs-Buchwert-Verhältnis damit ungefähr 0,9. Das ist okay. Das ist aber jetzt auch nur der offizielle Wert. Wenn man jetzt nicht die Werte nimmt, die bilanziert sind, sondern wenn man zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt immer den Marktwert, wir haben ja ein paar Beteiligungen, die auch börsennotiert sind, dann nehmen wir den Marktwert und bei den Beteiligungen, die nicht börsennotiert sind, da setzen wir so eine Art Richtwert an, also wie haben sich andere vergleichbare Unternehmen entwickelt, wie sind die bewertet und da kann man ja auch einen theoretischen Wert draus bilden und das hat Fosun auch gemacht und den eben auch ausgewiesen und da sind wir eben nicht bei 13, 14 Euro, sondern da sind wir bei 30,78 Dollar, Hongkong Dollar natürlich. So gibt diesen Wert Fosun an zum Ende vom ersten Halbjahr 2018. Und 30 Hongkong Dollar, das heißt dann natürlich bei einem Börsenwert von oder bei einer Börsennotierung von unter 13 Dollar für die Aktie, dass wir da einen Abschlag hätten, einen Abschlag auf die Substanz, der fast bei 60% liegt. Und das ist dann natürlich schon interessant, vor allem wenn man Value-Anleger ist und wenn man davon ausgeht, dass sich die Substanz ja früher oder später irgendwann mal durchsetzen wird in der
Bewertung. Und das Kursgewinnverhältnis, auch eine wichtige Value-Kennzahl, das liegt für 2019 jetzt eigentlich auch nur noch bei 6,2. Also auch in der Hinsicht ist die Aktie eigentlich sehr günstig. So sehen es auch die meisten Analysten. Die sehen zwar schon klar, es muss dann einen Holding-Abschlag geben und es gibt Konjunkturrisiken natürlich auch und so weiter. Also sie sind da eher vorsichtig, aber es gibt jetzt kein Kursziel, das unter dem momentanen Kurs liegen würde. Also Kurs, wie gesagt, 12,90 Hongkong-Dollar momentan. Und Goldman Sachs, die haben zum Beispiel ein Kursziel immerhin von 15 Hongkong-Dollar. Nomura, da sind wir dann schon bei 18,67 Hongkong-Dollar, das ist schon deutlich mehr. Und Daiwa Securities, da sind wir sogar bei 20 Hongkong-Dollar. Das sind jetzt mal drei Kursziele als Beispiel. Also die Analysten sehen durchaus Risiken und ein paar Schwierigkeiten, aber man sieht auch Beteiligungswerte bei Fosun, die da eigentlich deutlich höher wären als der Marktwert und dementsprechend setzt man den fairen Wert auch jeweils höher an. Und wie hoch man ihn dann letztlich ansieht, das ist, ansetzt, das ist dann ganz unterschiedlich. Was ich vorhin auch gesagt habe, Fosun investiert ja auch stark in den Healthcare Bereich, also Pharma, Medizintechnik und Biotechnologie. Und da muss ich sagen, das ist für mich in China wirklich absolut ein Zukunftsthema. Vor allem Biotechnologie, damit sollte man sich wirklich beschäftigen jetzt als Anleger mit dem Biotech-Sektor in China. Und das machen wir hier auch. Nächste Woche geht es bei uns um Biotechnologie in China, wo es enorme Investitionen gibt in China gerade, wo es auch enorme Staatshilfen gibt, wo der Bedarf sehr groß ist und wo es auch schon ein paar börsennotierte Unternehmen gibt. Und es kommen ständig auch neue börsennotierte Unternehmen dazu aus dem chinesischen Biotech-Sektor. Und China wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren einer der wichtigsten Biotech-Standorte sein weltweit. Das gibt's bei uns nächste Woche, also bleiben Sie dran, schauen Sie sich das auch an, melden Sie sich an bei unserem Kanal und bei der Anmeldung dann auch immer gleich die Glocke drücken, dann kriegen Sie sofort mit, wenn der neue Beitrag auch da ist. So, und Guo Guangzhang, ist er jetzt Chinas Warren Buffett? Ich würde sagen, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, das haben Sie ja jetzt auch gesehen und gehört. Auf der einen Seite, es gibt Überschneidungen, auf der anderen Seite, die Philosophie ist nicht ganz gleich. Fosun investiert etwas anders, Fosun investiert auch riskanter, spekulativer als Berkshire Hathaway, risikoreicher und Fosun ist auch ein aktiverer Investor. Also Fosun greift stärker ein bei den Zielunternehmen und baut die auch manchmal um. Das macht Warren Buffett ja eher nicht. Auf der anderen Seite, was ich dazu auch mal sagen möchte, Warren Buffett natürlich, der ist großartig, der ist toll und bewundernswert, aber andererseits für mich ist das Thema jetzt auch schon ein bisschen ausgelutscht. Also das ist meine persönliche Meinung. Also immer dieses, was macht Warren Buffett gerade, was kauft er gerade, das ist immer ein Riesentheater. Ich sehe es so, Warren Buffett kauft meistens ganz normale Standardaktien und damit hat er auch völlig recht, aber es reißt einen jetzt eben auch nicht immer komplett vom Hocker. Bleiben Sie da lieber bei Zukunftsmärkten, wir haben ab und zu wenigstens noch ein paar echte Schnäppchen dabei. Das ist jetzt aber nicht gegen Warren Buffett gerichtet, sondern eher gegen diese Berichterstattung, die man da manchmal hat über Warren Buffett. In diesem Sinne, nächste Woche, wie gesagt, China Biotech Sektor und in unserem Report dann per Mail Einzelanalysen aus dem China Immobiliensektor. Also es kommt einiges auf Sie zu. Bleiben Sie dran, nutzen Sie das alles für sich. Es ist alles umsonst und danke wie immer fürs Zuschauen.